Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mittelerde Mordor Schatten. Heute versuchen wir in 3 Minuten oder unter 3 Minuten den Sklaver, also die Sklaventreiber dort zu eliminieren und per Schleichung zu töten. Denn wir sollten nicht entdeckt werden, ob das so funktioniert. Das werden wir sehen. Danke. Das werden wir definitiv sehen. Wir sollen das ganze Lager innerhalb von 3 Minuten. Willst du mich verarschen? Das hört der doch. Oder auch nicht. Das ist ja niedlich. Im letzten Part haben wir bei Mittelerde Mordor Schatten mal einfach reingeguckt. Ich bin einmal gestorben. Und ich hoffe, dass mir das nicht wieder passiert hier. Ich hoffe, der bleibt dort. Weil das wäre so angenehm. So. Sehr cool. Den nehmen wir natürlich auch mit. Finde ich sehr nice. Geht bis jetzt wie von der Hand, Freunde. Und da ich mir jetzt noch sogar ein bisschen Skills holen gegangen bin, kann ich sogar sowas. Wie ein Adler rein. Sehr cool. Jetzt ist nur noch die Frage, können wir das alles so klären oder nicht? Aha. Ich wollte eigentlich nur in die Geisterwelt, aber irgendwie werden wir das nicht schaffen, alle zu klären hier. In 3 Minuten. Hallo? Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Urfahren aus dem Kampf fliehen. Das war's mit dir. Auch wenn ich es nicht in der Zeit schaffen werde, kann ich es wenigstens safe hier lautlos schaffen. So. Das war schön. Danke. Und ja, jetzt müssen wir es einfach nur noch schneller machen. Oder auch nicht. Fähigkeitspunkte erhalten. Was? Einführung Waffenverbesserung. Schließen Sie alle und nehmen Mission ab, um Mirian zu halten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für einen Dolch Achan kaufen zu können. Mit Achan Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und unbegrenzt Schleichtötung durchführen. Aha. Sehr cool. So, Fähigkeit freischalten. Sehr cool. Ich möchte auch Gargoa reiten. Falls die mal on the road kommen. So, dann kaufe ich mir die mal. So, Fähigkeitspunkt. So, Dankeschön. Dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch machen können. Erhöht Gesundheitshöchstwert. Aha. Kann man sich doch mal geben, aber kostet 100. Ich möchte eigentlich nicht alles gleich ausgeben. Ein Dolchplatz kaufe ich mir mal. Was ist das? Ein Höchst deines Fokus. Aha. Das macht nur meinen Fokus besser. Auch nicht gerade prickelnd. Ich kaufe mir mal Leben. Sonst wäre das nix. Dankeschön. Ist dort noch einer? Aha. Interesting. Was war das für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung.
Tja, aber das war falsch. Du hast im falschen Moment nachgeguckt, mein Freund, und vor allen Dingen am falschen Ort. Ja, und? Interessiert mich, was du sagst. So, dort hinten. Ich glaube, dort wollen wir danach noch hin. Die Gruppe möchte ich eigentlich nicht killen. Ist ja ziemlich heftig hier. Mal eine Frage, was ist hier oben genau? Mich interessiert nur das da und die kleinen Gegenstände dort hinten. Aha. Sehr cool. Gehen wir die doch einsammeln in dieser Folge. Sofern die mal sich verpissen. Ach was. Mann. Ich muss da mal. So. Kommst du jetzt hier runter oder wie? Ach so, er sieht mich noch, wie ich da unten da oben gewesen bin. Jetzt sieht er mich natürlich nicht mehr. So. Wo ist der Shit? Ach so, dort. Ei. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich wette, ich könnte dem Grauke einen Fuß abschlagen, bevor es mit seinen dummen Äuglein blinzeln kann. Sorry. So, einsammeln. Einsammeln. Nicht alle dorthin locken. Die letzte gute Jagd liegt schon weit zurück. Wer hat noch Lust, ein paar Karagorin eine Falle zu treiben? Ach so, kann man ablenken. Aber wie gesagt, die Steuerung ist ein wenig Banane. Er hat mich trotzdem nicht gesehen. Wie gesagt, besser als bei Assassin's Creed. Wie der jetzt wegrennt. Aha. Kommt der jetzt her? Sorry. Tut mir aber gar nicht leid, mein Freund. Ich darf ja nichts anderes machen, ne? Ach so, nö, das muss ich ja nur in die Geisterwelt. So. Dankeschön. Mörser und Stößel. Oh Mann, das lese ich jetzt mal nicht vor. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das hier gerne mal machen oder reinziehen. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Wir sind auf mitten feines Gebiet und wir untersuchen so einen Teil. Ich weiß ja nicht, was die von mir wollen. Näher geht nicht. Wenn ich noch weiter weggehe, sieht man gar nichts mehr. Ich denke, es ist dort drinne. Irgendwie. Oder nö, da. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Okay.
Und ich zeige euch dann noch, wie man Informationen über andere Leute findet. Habe ich an der Grenze Mordos verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Das denke ich mir. Jetzt müssen wir zuerst mal dorthin rennen, weil dort schon die Hauptaufgabe sein wird. Der Storygeschichte oder eine Weggabelung, wie auch immer. Mal schauen, was da besser sein wird. Ich könnte auch noch ein wenig boosten, aber mache ich mal nicht. So, jetzt machen wir die mal kaputt. So. Halt die Fresse und bleib im Zelt. Dankeschön. So muss das. Lalala. Schön durchs feindliche Lager. Bis dorthin, wo wir wollen. Und das mit Full Life. Das hätte ich so auch nicht gedacht, als ich das Spiel angefangen habe. Aber hey, wir sind hier. Nein, so. Oh Mann, Traktor, halt die Backen. Wir suchen jetzt zuerst mal den Erinnerungsanfang hier und dann bin ich sowieso still. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Okay, als Scherz. Für einen Augenblick hatten mich die Goten. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln, wie Steine auf einem Spielbrett. Jenseits des schwarzen Tores soll die Sonne wochen. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall viel Spaß dran haben. Kannst du dich einfach mal fallen lassen, mein Freund, Herr von und zu? Da ist jetzt keine Sau. Dann können wir den mal auseinandernehmen. So. Und wie komme ich jetzt dorthin? Ist es da oben? Ah, nö. Da drin. Ah, was ist denn das hier Schönes? Okay, nur ein Satz. Vielleicht macht er am Schluss Sinn. Das ist Ithildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Okay. Jetzt weiß man auch, wie man die Pfeile, also seine Lichtpfeile, wieder aufladen kann. Sehr cool. Jetzt können wir... Ach so, hier seht ihr Informationen. Wenn wir jetzt den killen, also killen nicht, aber wenn wir jetzt zu dem kommen können, ohne dass wir wieder gejagt werden, sollte es eigentlich möglich sein, ihn auszuquetschen. Wie das gleich aussehen mag, könnt ihr gleich angucken. Oh, direkt eine Gruppe von euch. Machen wir das mal so. So. Wir fragen ihn mal aus. So. Mal schauen, was der so weiß über die ganzen Leute. Wenn dieses Symbol über einen Hauptmann erscheint, bedeutet es, dass er in der Nähe ist. Drücke X, um vorzufahren. Aha. Schöner Moment. Den habe ich gekillt, nur so am Rande.
Ja, und jetzt können wir uns einfach einen rauspicken, über den sie uns dann Informationen liefern. Befindet sich hier vorüber, was? Vor Gebirge von Udyn. Aha. Kein Problem. Danke und tschüss. Sorry, ich muss da mal. Nein, die wollen jetzt gegen mich kämpfen. Nein, halt die Backen. Dann holen wir auch aus dem irgendwelche Informationen. Ja, komm. Schalten wir einfach einen nach dem anderen frei. Mann, ist das ein hässlicher Dude. So. Stirb. Hey. Ich glaube, es hackt hier. Und ja, was machen wir mit dem? Ja, wir gucken mal den an. Hässlicher Dude ebenfalls. Schade, schade. Hast mir nicht die Information gebracht, die ich wollte. Das ist traurig, aber wahr. Hey, was? Nein, ihr gib mir auch deine Informationen. Ja, du bist mein. Sorry, ist ein bisschen fies, aber wir wollen Informationen erhalten. Ach nee, ein Bogenschütze, ich hasse Bogenschützen. Das ist sowas von lächerlich. Stirb. Geh liegen. So. Und da soll jetzt Informationen rauszuholen sein. Ah, einfach am Boden aus diesem Kollegen. Aha. Und für wen bitteschön? Ach so, für einfach einen weiteren Hauptmann. Dann möchte ich doch was mehr über meinen Kollegen dort oben wissen. Oh, ich weiß schon. Gut, willst du dich nennen? Warum das denn? Das ist nicht gerade etwas Schönes, worauf du dich dann irgendwie später darauf freuen kannst, ne? So. Das hat auf jeden Fall gut Vorsprung gegeben, dass ich mal schnell geduckt bin. Guckt euch das an. So geht's am einfachsten hier durch. Eigentlich sollte ich hier starten, aber nee. Mach ich mal lieber nicht. Ich hole mir zuerst mal das Fragment dort drin. Keine Ahnung. Guck nach. Mann, bist du ein Opfer. Komm her. Komm her, mein Freund. Na dann. Ist nicht mein Problem. Stirb. Tja, eigentlich hätte ich dich noch ausfragen können, aber nö. Sehe ich nicht ein. Darf ich mal? Ach so, hier. Informationen sammeln. Was gibt's hier so für einen Gegenstand? Eisenfesseln. Oh. Wofür hat man die gebraucht? Die sind Gefangenenketten. Okay. Dann sage ich schon mal nichts. Mehr? Ah, dort. Okay. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Oh Gott. Zum Glück haben wir das schon freigeschalten. Finde ich sehr cool. Und wir haben diese sogar... Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Wir können jetzt sogar schon mit der Story weitermachen. Und das machen wir jetzt gerade auch. Kommt drauf an, was die jetzt so wollen. Wenn die jetzt einfach so vorbeischlendern, kill ich die noch. Und zuerst mal mit dem fange ich an. So. Mit dem mache ich weiter. Und mit dem beende ich alles. Oh, das ist ein Boss. Habe ich dich nicht
nicht schon getötet? Nein, hast egal. Du nicht. Ich stehe vor dir. Mal biete ich unserem Publikum ein Spektakel. Aha. Sehr cool. Interessant. Oh nö, dort hat's einen Pfeilbogen, Heini. Oh ne, er hat mich getroffen. Und es zieht mir im laufenden Maße Leben ab. So. Das wird cool sein. So. Nein, du auch. Hast du dich, du Schrack? Hast mich dem Tod überlassen. Ja. Ich schwor, dich zu finden und dich zu vernichten. Nee. So aber dann gar nicht. Ich muss zuerst mal deinen Kollegen killen. So. So. Danke. Und jetzt bist du tot, mein Freund. Au, 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 au. Oh, das war zu viel Damage. Ah, yep. Das war's mit dir. Und jetzt will ich noch den hier killen. Ja. Wundervoll. Jetzt muss ich hier einfach mal abrennen. Der Preis für jeden deiner Sklaven. Ah, verdammt. Ah, ich muss über Hindernisse klettern, damit ich schneller bin. Danke. Mein Leben ist wieder voll. Finde ich sehr schnieke. Jo, widersetze dich nicht. Ich brauche Informationen. Direkt im Kampf, Mann. Ist egal. Informationen über den. Yeah. Einen mögischen Waldläufer. Wundervoll. Jetzt mache ich mit euch noch Harakiri. Ihr seid ja die Schwachen hier. Oh, nö. Ah, du bist hier noch. Aha. Dann killen wir dich eben wieder auf die alte Weise. Alle gemeinsam! Nein! 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 Keine Zeit! Keine Zeit! Ich weiß, ich bin vergiftet. Was soll ich tun? Ich muss rennen gerade. So, hier oder was? Verdammt. Das war knapp. Ja, das hast du richtig erkannt. Die Bleichhaut ist längst weg. Und dort ist schon wieder einer. Ich wollte die Ausrüstung unbedingt noch aufheben. Jetzt bin ich schon wieder gedamaged, Mann. Verpiss dich doch. Aus welcher Sonne bist du denn gekrochen? So. Nein, lass es stecken. Ich möchte jetzt die Mission anfangen. So. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen hier. Oh Gott. Darf ich? Hauptmänner besetzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Ob wir das schaffen? Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Absolut nutzlos! Stirb, Wurm! Ja, und was soll jetzt das heißen? Ich soll einfach mal hier jeden angucken, oder was? Mann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ja. Das ist wohl wahr. Ich habe keine Angst vor Kampf.
Ersten, den ich sehe, werde ich zureißen. Ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat uns sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Pfähle aus. Dann machen wir das doch mal. Killen wir die Schützen. So. So, das wäre der zweite Streich gewesen. Wo sind noch mehr Schützen? Jeder Sklave, der die Flucht wagt, soll am Pranger sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Ich werde euch strafen. Die müssen nicht entkommen. Also, ich bin schnell genug. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Seht ihr diese Sklaven? Wie soll das genau ablaufen? Wenn der jetzt hier hochkommt, haben wir ein Problem. Ich muss da mal abzischen. Ja, der kommt hier hoch. Und wie er da hochgekraxelt ist. So. Das läuft auf jeden Fall. Sorry. Die können mir gar nichts. Und das ist Assassin's Creed-like mäßig. Schleicht da jemand umher? Oh Mann. Holt euch seinen Kopf. Oh Mann. Ja, das denke ich mir. Aber du musst gar nichts. Ich muss nämlich auch gar nichts. Ich muss hier abrennen. Ich muss hier weg. Und da kannst du gar nichts dagegen anstellen, dass ich hier wegrenne. Das sei. Ja, sicher nicht. Sehe ich so auch. Ja, garantiert. Ich hau doch nicht hier umsonst ab, Garantiert, Nein. Da, ein Tag. Nur du und ich. Gib deinen Verstand auf. Jupp, du gibst deinen Verstand auf, denn ich brauche Informationen. Über was gibst du mir Informationen? Über den nächsten hier einfach mal. Oh, komm. Ach, was für ein süßer Kobold. Der kann doch gar nichts. Und tschüss. Ja. Komm mal. Ich muss hier mal wieder weg. Lalala. Fickt euch einfach mal geschmeidig. Ihr könnt mich nicht fangen. Ihr könnt mich nicht fassen. Ihr könnt überhaupt gar nichts. Ja, ich bin sehr tapfer. Ich leg mich immerhin mit euch allen an. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie ich das hier anstellen möchte. Ich kann eine Höllendistanz zwischen uns hinlegen, wenn ich das möchte. Weil schon nur, weil ich hier speeden kann. Was die nicht können, bin ich irre im Vorteil. Selbst das jetzt. Guckt euch das an. Ich verarsche dir ein bisschen. Ja gut, wer hier hochkommt, ist ein guter Junge. Nee, werde ich nicht. Ich muss euch nur ein wenig dezimieren. Ich habe nicht auf den Schlag geachtet. Auf den auch nicht.
Solange kein Pfeilbogen-Heini da ist, kann ich da noch was ausrichten. Nein. Einfach keine Äxte und so schmeißen, da wäre ich sehr verbunden mit. Yep, schneidet mich in Stücke, wenn ihr könnt. Ja, klar. Ha, was war denn das für ein Move? Das war ja astreine. Yep. Super, ja, wundervoll, mit zu wenig Leben noch aufzuräumen. Ja. Ja, verreckt. So. Nein, vergiss es. Du kannst deine Jungs nicht retten. Stattdessen wirst du jetzt gerackt. So. Den Finisher-Move geht bei dir zwar nicht komplett, aber... immerhin so. Kannst du irgendwas machen hier? Ich glaube nicht. Ne, ist kein neuer Versuch. Das ist die neue Version von mir. So, und jetzt killen wir dich. So. Wundervoll. Und jetzt können wir das einsammeln. Yeah. Tote Hauptmänner lassen Runen fallen, die deine Waffenboni verleihen können. Drücke rechts, um dir deine Waffen anzusehen. Ja, also Steuerkreuz nach rechts. Oh, wir haben eine neue Rune so freigeschaltet. So. Geil. Du kannst deine Waffen mit Runen ausrüsten. Wähle deine Waffen. Ja. Sogar sehr viele neue. Chance von 20 bei den Tötungen mit 5 Elben geschossen zu halten. Okay. Chance von bei der Tötung Terroristen geschossen zu halten. Aha. Chance von 31% beim ersten Treffer in Trefferserie einen automatischen kritischen Treffer zu verursachen. Ja gut, kann man doch mal reinhauen. Und natürlich auch entweder boshafte Stimmen, die Tötung des Hauptmanns oder Häuptlinge stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Und dann habe ich sogar noch das hier, was ich da auch noch reinnehmen würde, wenn ich da schon gerade so frei bin. Schade, habe ich hierfür nicht mehr. Schade. Verbesserungen. Können wir nichts machen? Warum wird es mir denn angezeigt? Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Auftrag abgeschlossen. Super. Fähigkeitspunkte erhalten. Fotomodus ist jetzt verfügbar. Er kann im Optionsspieleinstellungsmenü ausgeschaltet oder eingeschaltet werden. Der Fotomodus erlaubt das Spiel zu pausieren und einen Schnappschuss von der Aktion zu nehmen. Du kannst die Kamera manipulieren, Filter anwenden und vieles mehr. Okay. Ist mir aber egal. Wir haben hier eigentlich eine neue Aufgabe. Oh Gott, wir sollten allerdings dort weitermachen.
Der Geist von Mondor sollten wir noch nicht anfangen, wenn wir noch nicht mal hier weitermachen können. Ne? Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, wie es weitergeht im nächsten Part, Freunde. Ja, denke ich mir. Warum hat der mich entdeckt? Oh, nö, der Pfeilbogen-Heini. Ja, dann komm, Pfeilbogen-Heini. Killen wir dich. Nein, vergiss es. So, ey. Nein, hier wird niemandem die Kniescheibe ausgeschossen. Ja, nö, jetzt wird er auch noch zu einem. Och, was? War ich, dass der dich so vernarbt hat? Das finde ich aber niedlich. Bist du jetzt deswegen sauer? Ey, doch, habe ich. Aber ist mir gerade so ziemlich egal. Solange ich den hier killen kann. So. So. Gedrückt. Was? 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 Warum? Warum das? Warum do this? Warum you do this? That's not good. That's not very nice. That's not very nice. So. Dann gibt's noch einen extra Kampf. Dann gibt's noch einen extra Kampf. Und wir haben den anderen Orken wieder in die Tonne gekloppt. Yep. Du starbst, wie du lebtest. Yep, du starbst, wie du lebtest, als Vollhonk. Nein, das geht nicht bei mir. So, ne, ne. Mich kannst du nicht aufhalten. Oh, was war denn das? Das war ein neuer Bitch-Move. Ey, der Bitch-Move war nicht gerade cool. So, fick dich. Ey. Ey, ich blocke und der macht's einfach nicht. Wegen dem muss ich gleich wieder abhauen. Ja, dann versuch's. Sorry. Nein, au. Jetzt werdet ihr zu wild, meine Freunde. So. Jetzt bekomme ich mein Leben wieder zurück. Und die Orks verpissen sich. Zumindest die meisten. Nein. So waren das die Schützen, ne? Immer auf die anderen schieben das Ganze, ne? Das ist ja immer am einfachsten. So. Wir sind mit den Gegnern fertig geworden, endlich mal. Gucken jetzt noch, wie wir uns upgraden wollen sollen, wie auch immer. Ich glaube, das wäre am besten noch, so upzugraden. Was können wir hier noch machen? Hier haben wir schon die nächste Stufe, wie auch hier. Ja, cool. Allerdings noch kein weiteres Leben. Elmgeschosse, naja. Ich bin nicht so ein Fan davon. Wenn der Angriffswert steigt, dann kein Problem. Aber so, naja. Da habe ich so meine Probleme mit. Fokus kann man ja mal erhöhen. Wobei ich nicht weiß, worin der Fokus sonst noch besteht. Aha. Ja, komm, kaufen wir das auch noch. Dann für Notfall. Jetzt lasse ich es mal wieder mit dem Kaufen. Hole mir allerdings hier, falls es eine weitere gibt, eine weitere Rune. Chance von 22% bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu halten. Okay. Bis ich was Besseres habe, auf jeden Fall. Oh. Da gibt es jetzt auch ein neues Siegel drauf. Sehr cool. Da habe ich aber nur eins. Schade.
Boshafte Stimmen. Aha. Ich habe hier noch was Neues. Ach. Schade, schade, schade. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mittelerde, Mordor Schatten. Seid dabei. Tüttle.